Im Museum Wetzikon wird ab dem 12. November die neue Ausstellung SPQR Römische Münzen und ihre Geschichten zu sehen sein. Ausgestellt werden Münzen und Objekte aus der Sammlung von Rolf Müller. Rolf, woher kommt deine Faszination für das Römische Reich? Als ich 8 oder 9 war, bin ich in Kontakt mit dem Comic Asterix als Legionär. Das hat mein Interesse geweckt zum Römischen Reich. Ein paar Jahre später habe ich mir dann die ersten Münzen gewünscht auf die Weihnacht, die ich dann auch bekommen habe. Das ist der Anfang dieser Sammlung, die ich hier präsentieren darf. Die Grösse meiner Sammlung ist noch schwer zu beurteilen. Zwar führe ich ein Buch über jede einzelne Münze, ich tue die datieren. Ich versuche herauszufinden, was diese Münze aussagen will. Aber eine genaue Zahl kann ich nicht sagen. Ich habe die vor Jahren das letzte Mal gezählt, aber es sind zwischen 600 und 800 Münzen, die ich hier ausgestellt habe. Der grosse Vorteil am Sammeln von römischen Münzen ist, dass die Sammlung eigentlich nie komplett wird. Man wird nie fertig. Für das ist das Römische Reich einfach zu gross gewesen und der Bedarf an Münzen zu enorm. Dazu kommt, dass die römischen Kaiser und die Familie und das Kaiserhaus die Münzen auch gebraucht haben als Propaganda. Sehr viele Münzen, die ich hier habe, habe ich bekommen als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk. Das waren vor allem die ersten Münzen, weil dort war ich noch Schulbub oder Teenager. Ich hatte ja noch gar noch nicht viel Geld, um mir welche Münzen zu kaufen. Später habe ich die dann selber gekauft, vor allem in einer bestimmten Münzhandlung. Ein paar habe ich auch online bezogen. Ich hatte auch das Glück, ich habe zwei, drei Sammlungen können aufkaufen, respektive nicht die ganze Sammlung, aber einfach die römischen Münzen. Und so bin ich dann gut zu römischen Münzen gekommen, zu einem guten Preis. Das Sammeln von römischen Münzen ist nur ein Teil von meiner Leidenschaft, die ich auslebe im Zusammenhang mit den Römern. Neben dem Lesen, neben dem Reisen, neben dem Sammeln von Münzen, habe ich irgendwann auch angefangen, römische Gegenstände zu kaufen, Replikate von Waffen, Kleidungsstücken, Schmuck. Alles das, was hier ausgestellt ist, abgesehen von den Münzen, ist ja außerhalb einer Ausstellung zu Hause gelagert. Mein Vorteil ist, dass es mir gelungen ist, in der über 30-jährigen Beziehung mit meiner Frau sie zu romanisieren. Von dem her hat sie nichts dagegen, wenn das eine oder andere irgendwo in der Stube oder im Wohnzimmer rumsteht. Was nicht im Wohnzimmer ist, ist halt irgendwo im Keller verstaut. Der aktuelle TikTok-Trend, wo die Frage gestellt wird, wie viel dass man als Römische Reich denkt, könnte eigentlich fast noch von mir sein. Ich lebe das und denke täglich an das Römische Reich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in der falschen Zeit lebe und würde gerne vor etwa 1850 Jahren leben. Das wäre so etwa meine Zeit gewesen. Allerdings kommt es jetzt schwer darauf an, in welchem Stand. Wenn ich jetzt mich so müsste dort rein platzieren, sehe ich mich im Ritterstand irgendwo. Das heisst, ich hätte einen Beamtenstatus und wäre allenfalls ein höherer Centurio in einer Legion oder ein höherer Beamter in der Gemeinde. Die Ausstellung über römische Münzen und Gegenstände ist ab dem 12. November 2023 im Museum Wetzikon zu sehen. Wir haben jeden Sonntag offen, von 2 bis 5 Uhr und selbstverständlich auch auf Anfrage unter der Woche. Wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu können. Der Rolf Müller ist fast jeden Sonntag da und Sie können ihm auch Ihre Fragen direkt stellen.